So, das ist bei Demon's Souls. Weiter geht's. Mit jeder Folge wächst die Größe des Schwertes und so soll's auch sein. Zurück im Nexus. Da hinten ist Ostdriver, den wir befreit haben beim letzten Mal. Ich glaube, ich rede mal ganz kurz mit dem. Der ist mir beim letzten Mal am Ende gar nicht aufgefallen, weil sich einfach reingeschlichen hat mit seiner klappernden Rüstung. Ah, alles klar. At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what father wished for our great land. Naja, war dein Vater ein Arschloch? Dann könnte es sein, aber wenn er eigentlich ein cooler Typ war, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben sie ihn falsch verstanden. Das ist halt immer auch das Problem, wenn du irgendwie einen Tweet schreibst, 140 Zeichen, und die Leute dein Gesicht nicht dabei sehen, musst du vorsichtig sein, was du schreibst. Here in Boletaria, ihr tweetet nicht wirklich hier, Boletaria. Oder? The two swords are Demonbrand and Soulbrand. One sword banishes that which befouls man, and the other banishes man himself. The last hero is Old King Doran. King Doran is the Everlasting One, founder of Boletaria and protector of the two swords. Of course, only according to legend. But in the dark state of our land, legends are all we can depend upon. Ganz ehrlich, die Legenden, die ich bisher gehört habe, waren genauer als die meisten IKEA-Bauanleitungen von irgendwelchen Regalen. Deswegen glaube ich dieser Legende. But in the dark state of our land, legends are all we can depend upon. Das ist richtig. Okay. Ich hoffe, wir müssen keine IKEA-Schränke zusammenbauen. Das ist nicht das, was ich machen will. Und ich habe mich dazu entschlossen, wir gehen einfach in 1-2 und legen den zweiten Boss. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Nein, nein. Diesmal will ich wirklich zu dem Kaltstein warpen. Dann wir gehen die Burgmauer entlang und dann gucken wir doch einfach mal, wen wir treffen können. Ich will nicht zu viel verraten. Das ist ein großer Typ. Ein ziemlich großer Typ, der keinen Spaß versteht. Wir schauen einfach mal, ob wir den umnatzen können, ohne unser Leben zu verlieren. Das wäre gut, denn ansonsten geht es ein bisschen in die schwarze Richtung, was die Welttendenz angeht. Und ich meine, ich interessiere mich nicht 100% dafür, aber wenn wir jetzt schon dabei sind und in die richtige Richtung gehen, dann... Okay, weißt du was? Nein, nein. Ich komme zurück, wenn ich Scherben farmen will. Lass mal das Pferd steigen hier. Okay. Spannt den Wagen an, oder? Nee, braucht er nicht. Macht nicht so viel Aufwand. Plötzlich waren die Vögel ruhig. Nein, besser so. Ist das eigentlich wieder Ostdriver? Irgendeiner schlürft doch da unten. Hebt doch deine Beine. Wenn das meine Mutter sehen würde. Mit den neuen Schuhen. Mit den neuen guten Schuhen. Deine Sonntags-Sneaker. Kirchensneaker. Das weißt du nicht, was ihr für Schuhe anhabt. Machst du nicht kaputt, deine Mutter wird traurig. Ihr habt nicht mal Brot. Aber kaputte Schuhe. Na super, das hilft. Sich im Mondgras. Ganz ehrlich. Oh, Stachelschild. Diesen Drachen zu killen macht es so vieles angenehmer, hier rüber zu laufen. Muss ich unten durch den Schacht laufen, wo Wölfe auf einen warten, Mann. Das ist brandenburgisches Hoheitsgebiet. Mein Interesse ist nicht wirklich groß, da runter zu gehen. Ich bin nicht der, der mit den Wölfen tanzt. Die verstehen unter Tanz immer was ganz Falsches. Eine bekannte Soldatenseele. Und so kann man halt auch easy alle Items mitnehmen. Wie gesagt, sind nicht so die wichtigen Items. Also man verpasst nicht unglaubliche Dinge, wenn man nicht wirklich die Items hier mitnimmt. Kann ich euch nicht alle natzen mit einem... Schau's dir an, das Claymore ist mir jetzt schon ans Herz gewachsen. What? Oh ja, die Wölfe, stimmt. Die haben Spaß. Ja, durchs Foggate. Holy shit, ist er gut. Die Dinge, die er tut für Aufmerksamkeit. Vielleicht ein bisschen viel. Für meinen Geschmack. Ruhig, Junge. Irgendwann wirst du entdeckt und wenn nicht, dann... Nicht jeder ist ein Gewinner, Mann. Nur weil jeder eine Teilnehmerurkunde mittlerweile kriegt. Dürren Motherfucker, Mann. Kein Frühstück, aber eine Teilnehmerurkunde. Ich würde mich ein bisschen verarscht fühlen, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, das ist gar nicht... Das, was glitzert. Ah, shit.
Ich erinnere mich an diese Ecke. Und er kommt halt direkt von hinten angelatscht. Das ist ein Step, den habe ich oft genommen. Den habe ich oft genommen, nicht freiwillig. Nicht, weil es Spaß macht, sondern weil ich den Abstand falsch eingeschätzt habe. Aber mit dem Claymore kein wirklich großes Problem. Bolzen, super. Freue mich über deine Bolzen. Die lassen sich halt auch nicht backstabben. Das ist nicht so ein Ding, auf das sie Bock haben. Durchgeschlagen einfach nur. Wow. Der fühlt's. Nichts Gutes, aber er fühlt's. Die menschliche Brezel. Jeder muss ein Talent haben. Wenn dein Talent eben ist, dir deine Beine hinter den Kopf zu drehen, aber so falsch rum, wie so eine Brücke, dann ist es eben dein Ding. Dann solltest du dranbleiben, noch flexibler zu werden. Da oben warten, glaube ich, Bogenschützen auf mich. Beziehungsweise Armbrustschützen. Die vertrauen denen nicht mal einen Bogen an. Sie genau wissen so, okay, gib dir ein Ding, was wie eine Pistole ist, und dann kriegen sie es wenigstens hin. Du musst den Bolzen da hinlegen und dann drückst du da drauf. Peng, peng. Verstehst du? Gut, geh auf den Turm. Viel Spaß damit. Fall nicht runter. Vergiss nicht zu atmen. So musst du es den Leuten erklären. Die arbeiten. Königslotus ist mir ein bisschen zu hoch. Ich habe nichts gegen Drops. Aber zu tiefe Drops, vor allem in Demon's Souls kann man relativ tief fallen, ohne sich gleich beide Beine durchzubrechen. Also es ist ein bisschen besser als in manchen Dark Souls-Teilen, wo man teilweise nicht mal seine Körpergröße gefühlt runterspringen kann, ohne instant wie eine Ziehharmonika sich einzurollen. Okay, warte mal, wir machen das nicht mit dem Bogen. Den brauchen wir ja nicht. Mal schauen, dass wir alles da haben, was ich benutzen will. Gottes Talisman. Jetzt kurz die gute Heilung reinpumpen. Frisches Gewürz. Dass ich zur Not drauf wechseln kann und instant wieder heilen kann. Und dann habe ich eigentlich alles. Jo, sieht gut aus. Rein da. Ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, das ist ein großer Kollege. Das ist ein verdammt großer Typ. Der ist größer als der Bauch von dem Typen, der da oben in der Mitte steht. Und das ist eindrucksvoll. Natürlich kommt er nicht alleine, hat seine Posse mitgebracht, die oben auf ihn warten. Und das sind auch die, die ich auf jeden Fall zuallererst ausschalten muss. Denn ansonsten ist der Kampf kein Spaß. Die ganzen Armbrustschützen, die hier rumstehen. Das Gute ist, hier oben ist man einigermaßen safe vor dem Gegner. Ich sag einigermaßen, weil, ganz genau, danke für das Beispiel, er wirft mir halt Magie entgegen. Wie so viele, die keine Ehre haben. Die sollte ich nicht unbedingt im Gesicht fallen. Ja gut, fall nach unten, wie auch immer. Das kannst du schon dabei haben. Nicht so der heftige Scheiß. Wie gesagt, ich habe am Anfang... Als ich den Gegner zum ersten Mal bekämpft habe, habe ich absolut nicht geschnallt, was die Taktik hier sein soll. Dann gemerkt habe, okay, die Typen da oben racken mich. Ich lerne ein bisschen. Ich sollte erst die Typen da oben ausschalten. Dann bin ich bei den Typen da oben viermal gestorben. Bei meinem allerersten Durchlauf. Oh, okay. What? Was zur Hölle? Die Physics. Habe ich gerade mit dem Blast ein bisschen rumgeschleudert? Scheint so. Okay, ganz cool. Wände jucken ihn halt auch nicht. Sind aber schon zwei. Okay, das war blöd. Oh fuck, lass dich nicht killen von ihm. Nicht jetzt. Ich will wenigstens einmal ein bisschen mit ihm gekämpft haben. Und dann kann man drüber nachdenken. Okay, die Taktik hier ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich ein Schwert in der Hand habe, kann ich auch versuchen, diese Taktik zu fahren. Riesen verdammte Schockwelle. Gewaltige Schockwelle, die keinen Spaß macht. Oh, fuck, ja.
Das Beste ist erstmal auf die Beinschienen zu gehen, denn dann kann man ihn zu Fall bringen. Mein S. Was machst du da oben, Mann? Okay. What? Kannst du vielleicht auch wieder da runterkommen? Sag mir nicht, der hängt da fest. Okay, nein, tut er nicht. Du springst echt ein bisschen zu viel rum für einen Mann deiner Fülle. Ich will nicht sagen, dass du fett bist. What? Hat er sich gerade... Natürlich... Oh Gott, ich hänge in seinem Schild. Oh Gott, ich hänge in seinem Schild. Das ist nicht gut. Also... Es kann auch nicht gesund für deine Knöchel sein, was du da machst. Was zur Hölle geht hier ab? Komm doch runter, Mann. Kämpf mit mir. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Oder wie der drin hängt so ein bisschen. Ah, shit. Okay, das war unfreundlich. Wollte nur gucken gehen. Ja. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Warum passieren solche Dinge beim Let's Play das allererste Mal? Und wenn du denkst, ja, den Gegner kennst du, er ist nicht so schwierig. Du musst auf die Beine hauen, dann fällt er um wie ein Vollidiot und dann schlägst du ihm ins Gesicht und jetzt hängt er sich an der Treppe auf. Fuck, okay. Ich versuche mal irgendwie von oben zu kommen. Ich muss irgendwie die Taktik ändern. Das ist uns keinen Sinn hier. Natürlich schießt er jetzt die ganze Zeit nur mit Magie auf mich. Okay, andere Taktik. Vielleicht kriege ich ihn irgendwie da von der Treppe runter. Jetzt war ich gerade so... Oh shit, er ist unten. Okay, das war ein Ausflug, den wir nicht mehr machen. Ich meine nur... Nicht so wirklich Bock auf sowas. Steppt er gern mal zu. Okay. Da kommt ein bisschen was raus. Da spritzt der Fußschweiß nur so. Glaube ich. Will nicht wissen, ob das sein Fußschweiß ist, aber... Oh, shit. Das hat eine relativ große Reichweite. Deswegen sollte ich mich nicht in die Ecke drängen lassen von dem Schild. Der war schön. So ist richtig. Richtig schön auf die Haxen schlagen, dass es ihm keinen Spaß mehr macht. Kommt noch in meine Richtung gesprungen. Oh, okay. Deswegen. Na gut. Der Punkt geht an dich. Autsch. Oh, unfreundlich. Kann ich ihn jetzt mal auf den Boden kriegen vielleicht? Das wäre mehr als nett, wenn wir das machen könnten. Danach funktioniert's. Wenn ich nicht gerackt werde davon, so ist richtig. Fuß schlagen. Alter. Zu spät. Stepp direkt nochmal hinterher. Direkt nochmal hinterher stabben. So habe ich es gern. Der Lock-on ist nicht so wirklich gut. Den soll ich wegmachen. Er hat so viele Punkte, an denen man sich irgendwie festlocken kann. Ich habe so keinen Sinn machen. So. Und jetzt... Sehr gut, voll in die Richtung. So muss es sein. Zack. Nochmal. Ich glaube, da ist er down. Ich glaube, da ist er down. Bleibt am besten gleich liegen. Steht er auf, um umzufallen? Ja, er steht auf, um umzufallen. Von mir aus. Der Dämon wurde vernichtet. Sehr gut. War doch gar nicht so schwer, nachdem ich dich wieder zu überzeugen konnte, in die Arena zurückzukommen.
Okay, ich loot erstmal die Kollegen, die hier rumliegen. Soldaten-Lotus. Nicht Lokus. Was zieh ich dir da aus dem Arsch? Nein, danke. Das möchte ich nicht haben. Die eiserne Dämonenseele und... Ich berühre erstmal den Kaltstein, um in den Nexus zurückzukehren. Denn wie gesagt, hier komme ich nämlich durch. Das ist ein Vorgate, das erst geöffnet wird. Genau, ein dichter, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur jene, die einen Erzdämon getötet haben, können hier passieren. Ich bin noch nicht der Typ, der den Erzdämon getötet hat. Kommt noch. Deswegen erstmal in den Nexus zurück. Möchte ein bisschen leveln. Oh, hey Lady. Hättest dabei sein sollen, es war awesome. Wie ich ihm in den riesen, blanken Metallarsch getreten habe. Okay, was können wir denn machen? Vielleicht noch ein bisschen Kondition. Das reicht nicht. Nicht ganz. Ich muss ganz kurz konsumieren gehen. Dafür reicht eine normale. Vielleicht sogar die unbekannte Heldenseele. Yep. Lass mal reingucken. Öfter zuschlagen können macht schon Spaß. Erstmal, so, was hast du zu sagen? Unter anderem. Nicht nur eine. Ja, okay, aber so witzig war es trotzdem nicht. Okay, wie auch immer. Lass uns nicht drüber reden. That hairpin, that belongs to my daughter. Then she didn't make it after all. My dearest little baby, may she rest in peace. May I ask you a favor? Would you mind giving up that hairpin? I'd like to have it in memory of my daughter. Du bist ein guter Mann, du kriegst dieses Ding zurück. Auf jeden Fall. You're a saint. Thank you. Thank you so much. Oh, I mustn't forget. It's not much, but please accept this as thanks. I'm a bit ashamed to say, but I found it one day, discarded on the main road. But it seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. Ich meine, nicht alles, was auf dem Boden liegt, ist schlecht. Ich lag auch mal auf dem Boden. Bin ich gleich scheiße? Ring der kolossalen Stärke. Okay, das ist ein interessanter Ring. Was war das nochmal für einer? Was gibt er uns denn? Moment, hier. Erhöht die maximale Traglast. Ah, okay. Ein Ring, den Lagermeister Thomas einst von der Straße auflas. Erhöht die maximale Traglast. Danke dafür. Hallo again. I'm keeping a close watch on your... So ist richtig. Lass uns mal gucken, ob ich Zeug habe, das ich wieder reinpacken kann. Hartsteinscherben. Bastardschwert geht erstmal weg. Hellebarde brauche ich nicht mehr. Den Composite-Bogen, warum auch nicht, ich nehme ihn mit. Es ist nie schlecht, einen Bogen dabei zu haben, falls man ihn mal braucht. In Demon's Souls gibt es mehr Situationen, die mir jetzt spontan einfallen, als in Dark Souls. Wo es vielleicht mal sinnvoll ist, einen Bogen dabei zu haben, aber... wenn ich ganz ehrlich bin, fällt mir in Dark Souls gar keine Ecke ein, wo ich einen Bogen benutzen würde, von dem her ist schon richtig, dass es nur in Demon's Souls eigentlich wirklich interessant ist. So, und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz beim ersten Kaltstein, ob die Tür da mittlerweile links unten offen ist. Die Welttendenz müsste weiter ins Weiße gegangen sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich schaue einfach mal, klopf an, frag nach ein bisschen Zucker, stell mich vor, wink irgendwie rein, vielleicht lässt mich irgendjemand mal passieren. Oder auch nicht. Schauen wir uns den Kaltstein mal. Er brennt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall heller als davor. Deswegen, die Chance ist da. Danke dafür. Claymore rettet Leben. Oh, jawohl. Mittlerweile ist offen. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich weiß nicht mehr genau, auf was ich mich einlasse. Was? Was ist das Problem? Irgendeiner ist nicht zufrieden. Absolut nicht.
gibt es nämlich so ein paar Ecken, auf die man aufpassen sollte. So ein paar Gegner, die einem hier entgegenspringen können. Ja, da sind sie schon. Das ist einfach nur... Ja, Hollows im Prinzip. Bisschen stärkere Hollows. Okay, das hatte ich irgendwie heftig in Erinnerung. Mondgras. Mehr Gras. Mehr Gras für mich. Was habt ihr denn dabei? Bekannte Soldatenseelen. Bleib hier, Mann. Okay. Nein, ich lasse mich nicht baiten. Ich springe nicht in meinen Tod für Dinge, die ich vielleicht gar nicht haben will. Nochmal eine Soldatenseele. Okay. Da nach oben geht's weiter und... Ich erwarte von jeder Seite einen Angriff. Jeden Moment. Da sind nochmal ein paar Hollows. Wie gesagt, manchmal ist es hier schon sinnvoll, ein Schild zu haben. Gerade mit so kleinen Gegnern, die... Ich will nicht so viel Schaden machen, aber... Man merkt es und es nervt einen. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Auf meine Leiste und ist nicht mehr voll und denkt mir, ihr Pisser. Dafür sollte ich euch in die nicht mehr so wirklich gut gefüllten Hoden treten. Oh, das Gras. Das gute Gras, das wir zurückkriegen. Das alles wurde vergessen. Wenn du den prall gefüllten Beutel siehst, dann denkst du so, okay, das nehme ich. High five, ich bin weg. Wie gesagt, ich bin gerade echt ein bisschen übervorsichtig. Ich nicht weiß, aus welcher Ecke hier wer angesprungen kommt. Ja, ganz genau das. Ganz genau das. Richard traitor to the king. I, Miralda, shall show you no mercy. Miralda, die Henkerin. Im Prinzip die große Schwester von Maneater Mildred, wenn man so will, aus Dark Souls. Wenn man den Blighttown trifft. Neben Krankheiten und nassen Socken. Ist sie unter anderem auch da. Ja, wie gesagt, mit dem Claymore, mit der Reichweite. Nicht so das Riesenproblem. Hab zu lachen. Es kann keinen Spaß machen, dieses Schwert ins Gesicht zu kriegen. Muss ich nur aus der Fassung kriegen. Au! Ohne Scheiße. Ein bisschen Gras schnüffeln. Oh, fuck. Schaden ist nicht zu unterschätzen. Aber man kann sich trotzdem darauf vorbereiten, selbst wenn man getroffen wird, dass es nicht gleich danach zu Ende ist. Also sie rastet vielleicht aus. Und wedelt. Wildwichsend um sich mit ihren dünnen Armen. Aber das hat ganz gut funktioniert. Flechtkapuze, Rüstung, Handschuhe, Stiefel und der Ring des Meisters. Genau das wollte ich sehen, das wollte ich haben. Das gucken wir uns auch ein bisschen genauer an. Halt. So, die ist ein bisschen besser von den Stats her, von dem her werde ich die auch anziehen. Eine spitze Kapuze, die den gesamten Kopf bedeckt. Sie besteht aus Leder- und Stoffstreifen. Die Lederstreifen werden um den Hals gewickelt. In Boletaria wurden sie von Henkern getragen, vor allem von der Henkerin Miralda, die für ihren Wahnsinn und ihre schöne Stimme berühmt war. Was stimmt? Die hat echt eine mehr als angenehme Stimme, die Dame. Rüstung aus Stoff und Leder. Im Prinzip hat da jedes Teil die gleiche Beschreibung und das sollten wir anziehen. Auf jeden Fall schon mal zwei Abwehr mehr, zwei physische Abwehr mehr. Da gehen die Werte hoch. Da gehen die Werte hoch und hier bin ich mir gerade nicht sicher, da gehen sie runter. Schauen wir mal, wie es mit dem Gewicht aussieht. Oh Gott, viel zu schwer. Okay, lass mal gucken, ob es mit den anderen Stiefeln noch funktioniert. Na, nicht mehr so ganz wirklich. Okay, dann muss ich auf jeden Fall als nächstes ein bisschen leveln gehen. Hier erstmal die maximale Traglast ist es hier für... Ah ne, es ist wirklich für die Traglast, nicht für die Ausrüstungslast. Na gut, dann lass mal schauen, das ist gerade noch ein bisschen zu schwer. So geht's erstmal. Ohne Hosen rumlaufen.
Kann man sich dran gewöhnen. Leichte Brise unten rum. So, ich begebe mich direkt nochmal hier runter, wenn ich schon dabei bin. Henkerin Miralda, haben wir die auch mal kennengelernt. Nicht nur vom Ladescreen. Ring der Giftresistenz, sondern auch im Kampf. Wie gesagt, kein großes Hindernis. Sie hat nicht wirklich so viel zu bieten, kampfmäßig. Und nein, man kann die leider nicht runterrutschen im Spiel. Wir werden in der Geschwindigkeit weiter klettern und weiter klettern und immer weiter klettern. Irgendwann sind wir da unten und dann klettern wir wieder hoch und hoch und immer höher und kommen vielleicht wieder lebend hier raus, ohne in die Gülle da unten zu fallen. Da will ich gerade nicht runter. Weil ich nur das Item haben. Gut, da war plötzlich gar keine Framerate mehr übrig. Wie auch immer, das Bush-Set, das wir gerade aufgesammelt haben hier, was schon in der Grütze liegen, schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Bush-Helm. Unisex. Dieser alte Helm wurde vor langer Zeit von der boletarischen Königsfamilie getragen. Er schützt ausgezeichnet vor Feuer. Neuerdings soll Björn Zwillingsfang ihn tragen. Sein Gewicht beeinträchtigt die Ausdauererholung leicht. Das ist halt das Problem. Schwere Rüstung. Gut mit der Abwehr, aber wie gesagt, keinen Spaß, wenn du dann wirklich mal keine Ausdauer mehr hast. Ich werde bei mittleren Rüstungen bleiben. Die haben eigentlich immer einen ganz guten Dienst erwiesen und jetzt geht's erstmal wieder nach oben. Die ewig lange nicht enden wollende Leiter. Snake Eater. Ich wusste, dass es kommt, Mann. Die Leiter ist zu lang, um nicht zu singen. Die Leiter ist viel zu lang, um nicht zu singen. Und ich würde es wieder tun. Keine Schande. Leute, freut euch auf eine neue spannende Folge Demon's Souls. Beim nächsten Mal geht es dann wirklich weiter in 2-1. Wir haben jetzt erstmal ja alles gesammelt, was ich haben will am Anfang. Wir haben hier die weiße Welttendenz ausgenutzt. Und ich denke auch im zweiten Bereich sollten wir nicht wirklich ein großes Problem haben. Disclaimer an meiner Seite, solange wir den Pancake noch nicht haben, ist auf jeden Fall eine gute Investition gewesen. Wir schauen, wie es weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.